Hi ihr Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dreamlight Valley, heute mal ohne Facecam. Wie einige von euch wissen, habe ich diese Pollenallergie und außerdem noch was anderes. Die Pollenallergie und ja, die Hautallergie, die ich habe, macht mir momentan sehr zu schaffen, deshalb gibt es mal keine Cam. Ich weiß, euch würde es nicht stören, aber ja, ich mag das halt einfach nicht, mir ist es halt unangenehm. Und deshalb bekommt ihr erstmal die nächsten Folgen, bis es besser wird, ohne Facecam zu sehen, aber... Wir müssen uns ja darum kümmern, dass Vajana ein schönes Zuhause bekommt. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Sorge dafür, dass Vajana sich im Dorf wohlfühlt. Stimmt, der wir brauchten, ja. Oh, eine Kiste. Um in dem Bereich, wo sie ein Zuhause haben will. Oh, Junge! Dieses Dreamlight, ne? Dieses Zeug da. Um das hier freizuschalten. Soweit ich weiß, haben wir aber noch nicht genug. Wir brauchen, glaube ich, 2000. Wir haben 300. Das heißt, wir müssen noch ein paar Aufgaben machen. Foto machen, Outfit ändern. Bananen sammeln. Pelzflecken abbauen. Ein Freund ein Lieblingsgeschenk bringen. Dann werden wir diesmal tun, weil wir müssen nämlich in der Nähe von Wasser was bauen, das weiß ich noch. Damit sie sich auch hier wohlfühlt. Ihr Zuhause nicht allzu sehr vermisst. Deshalb, mach ich jetzt hier erstmal weiter. Jetzt ist sie eigentlich auch mit dazu. Gut, dann, hier ist noch so ein Felsen. Ich hoffe mal, das zählt, oder? Baue 4 Felsflecken auf der friedlichen Wiese ab. Ach so. Ja, dann muss ich erst die Treppe runter, ich Dämel. Oh, Junge, ich Hi. Naja, ich nicht so, aber Geschmackssache. So, hier, genau. So. Die gemeint, die Felsflecken. Oder sind doch die gemeint hier? Ja, okay. Dann machen wir das mal. Ich weiß, es ist keine Energie mehr. Wir werden uns gleich aufladen. Haben wir was zu essen noch mitgenommen? Oh ja, komm. Essen wir mal. Also ein bisschen Energie wieder. So. Ich bin erschrocken. Okay, die Belohnung haben wir. So. Reicht aber noch nicht. Was haben wir hier? Okay. Derzeit ist kein Event. Du lügst ja. Okay, Bananen ernten dreimal. Ein Foto machen. Oh, jetzt auch mal so. Was bringt denn am meisten Punkte? Eichhörnchen füttern. Ernte unterschiedliche Früchte. Komm, das machen wir mal. Das machen wir mal.
Aha, guck mal hier. Bananen etc. Du sollst das hier nehmen. Och, Mädel, ey. Ja, krieg ich die nicht zusammen, wenn ich die brauche. Bananen? So. Oh, hier ist noch eine Truhe, die möchte ich bitte haben. Okay. Noch Bananen. Ja, ich habe gerade keine Zeit. Es tut mir echt leid, Mr. Zauberer. Ich habe gerade andere Kühe zu melken. Können wir im Apfelbaum nochmal gehen? Das machen wir auch mal weg. Dann ist die Treppe komplett frei. Hier ist noch ein Baum. So. Mal schauen, hier gibt es auch noch ein paar Früchte. Müssen wir hier auch mal die Wiesen hier reinigen, bald mal. Zeitnah. So, hier können wir auch noch was mitnehmen. Müssen wir mal aus der Inventarkiste holen. Und Kraut weg damit. Was überhaupt Unkraut? Ich weiß nicht. So, mal gucken. Goldener Türgriff, ja gut. Das kommt rüber. Das kommt rüber. Das können wir mal anpflanzen ein bisschen. Banane kommt rüber, Äpfel kommen rüber. So. Wollen wir da hinmachen? Das packen wir auch erstmal weg. Und zwar machen wir das mal hier hin. Verbraucht sonst viel zu viel Platz hier. So, den Fisch. Den machen wir mal hier hin. Und das können wir auch mal hier hinpacken. So. Dann. So, ja, doof. Egal. Dann machen wir jetzt hiervon noch zwei. So, Gießen brauchen wir nicht. Dann können wir hier noch was anpflanzen. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. So. So, dann haben wir das auch schon mal ein bisschen. Könnten wir aber eigentlich noch ein bisschen mehr machen. So. Nehmen wir das hier mal. Einmal schaffst du noch. Ja, ist ja gut. Ich weiß es doch. Nerv mich doch jetzt nicht. Jetzt habe ich nichts zu fressen hier. Nimm mal hier die Möhre hier. Ich will doch nur das eine hier noch hinpacken. Danke, so. So. Dann gehen wir mal ins Haus. So.
Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier, guck mal, das können wir schon mal nehmen. Sind bei fast 1000. Füttere ein Kleintier, bereite ein Sternegericht oder besser zu. Bringe einem Freund ein Lieblingsgeschenk. Was möchten denn meine Freunde haben? Charaktere hier. Was wird er denn haben? Ja, nein. Er will haben eine Nachtschärfe. Das sind so eine Kekse, glaube ich, mit Gewürze und blaue Hortensie. Wo bekomme ich die blaue Hortensie her? Blaue Hortensie. Hier. Den kriegen wir noch nicht. Blaue, schwarze Schärfe haben wir, glaube ich, auch nicht. Aber vielleicht dieses komische Keks, den kriegen wir vielleicht im Moment mal. Einmal das hier. Keine Gewürze mehr? Was passiert, wenn wir das jetzt machen? Cracker, ja gut, aber nicht die, die ich haben will. Nicht die, die ich haben will. Gericht. Ja. Irgend so ein Blatt drauf, aber was für eins, das weiß ich halt nicht. Okay, pass mal auf. Welcher Charakter möchte was anderes haben, was das hier haben oder was wir bekommen können? So hier, er hier. Was mit ihm hier? Seezunge, knusprige backender Kaviar. Knoblauch haben wir nicht. Gelbe Bromelie. Karotte. Karotten können wir mitgegeben. Gemüsesuppe. Was war denn jetzt hier noch drin? Guck mal, was wir noch wegräumen können hier. Kommt hier weg. Das kommt weg. Die beiden kommen auch mal weg. Das kommt auch mal weg. Das hier auch. Okay, dann geben wir Mickey mal die Karotten. Ob das wirklich was bringt, weiß ich jetzt nicht. Ach, Vicky steht da. Genau so ein scheiß Wetter wie in Real Life hier. Hallo! Hi! Ich habe ein Geschenk für dich. War eine Karotte. Schön. Oh, Junge, das ist schön. Ja, das freut mich. Das kriegen wir jetzt. Was auch immer das ist. Und nächstes Mal kriegen wir Geld. Dann kriegen wir die Figur. Dann so eine. Dann gibt es das Geld. Ein richtig geiles Mickey Mouse Bett. Ganz am Ende gibt es das hier. Oh, Level 4 haben wir erreicht. Und bekommen ein wunderschönes Bett. Da brauchen wir jetzt erstmal ein Schlafzimmer. Was gemeinsam unternehmen. Moment, warte. Mini fehlt mir sehr, aber ich weiß, dass wir sie eines Tages zurückholen. Ich wünsche nur eines Tages wäre heute. Ich verstehe dich, sie bedeutet dir sehr viel. Das tut sie. Sie könnte mir keine Liebste wünschen. Keine liebere Liebste wünschen. Ah, ich vermisse all die Dinge, die wir früher zusammen gemacht haben. Wie Lieder singen und Picknicks machen. Vielleicht können wir ein Picknick machen. Das war eine von Minis Lieblingsbeschäftigungen. Das hat dir sicher gefallen. Wie wär's, wenn du das Essen besorgst und ich mich um den Rest kümmere? Ich frage mich, was Goofy gerade vorhat. Mal, das ist ja Fischbrötchen, kann ich gar nicht mehr machen. Ich glaube aber, der Rohkost ist Salat. Guck mal hier.
So. Fischbrötchen. Wir haben doch, glaube ich, noch einen Fisch im Inventar, ne? Hm. Fischbrötchen? Ja, ob wir den Fisch dafür brauchen? Rohkost. Ja, Rohkost ist halt ein Salat. Muss ich mal nochmal gucken bei dem... Sehr schön. Fischbrötchen, können wir das überhaupt schon machen? Das ist die Frage. Die Frage aller Fragen, ja. Fischbrötchen. Das ist aber auch keine Nachspeise, ne? Wäre eher eine Vorspeise oder sowas, ne? Oder haben wir das Rezept dafür noch gar nicht gefunden? Das ist Fischbrötchen. Ich glaube, wir brauchen Weizen fürs Brötchen und den Fisch, glaube ich. Rohkost. Steht hier was von Rohkost? Na gut, Pizza ist keine Rohkost. Ich meine, Rohkost ist sowas wie Salat oder so. Nachtische, Hauptspeise, Vorspeisen, grüner Salat. Aber da brauchen wir zwei Zutaten für. Probieren mal Fischbrötchen zu machen. Vielleicht kriegen wir das hin. Zwei Stück brauchen wir auch noch. Ich probiere es mal. So, einmal das hier. Einmal das hier. Ja, okay, Fischbrötchen können wir schon mal. Das ist schon mal sehr schön. Das haben wir schon mal. Und Rohkost. Apfel. Grüner Salat müsste doch Rohkost sein, oder? Nochmal Fischbrötchen machen. Ja, aber Rohkost ist scheinbar falsch. Warum ist Rohkost falsch? Grüner Salat, das ist keine Rohkost. Was ist denn hier gemeint als Rohkost? Heißt das Rezept direkt Rohkost oder heißt es anders? Das ist jetzt die Frage. Gemüseplatte? Nur ein Salat, vielleicht ist Rohkost. Deftiger Salat? Fischsalat? Auch nicht als Rohkost. Ach, Moment mal, warte mal. Aha. Jetzt ist mir gerade eingefallen. Brauchen wir noch ein paar mehr und mehr. Oder mehr Gemüse. Okay, jetzt verstehe ich. So. Das kommt mal weg. Das kommt auch mal weg.
Das lassen wir hier. Das kommt nicht weg. Okay, wir brauchen noch ein paar Möhren mehr. Und definitiv noch ein paar Möhren. Da es so stark regnet, wird er schneller fertig sein. Das ist ganz gut. Aber die vier brauchen wir noch. Bleiben wir hier auch mal voll. So, noch eine Errungenschaft bekommen hier. 1200, ja, das ist ja schon ganz gut. Wie lange das dauert jetzt. Sonst könnten wir nämlich. Hi, Goofy. Gucken, ob Goofy vielleicht am Möhren hat. Nee, hat er nicht. Müssen wir erst verbessern. Natürlich doof. Früchte können wir verkaufen, ja. Erhalte 500 Sternmünzen. Füttere ein Kleintier, wechsle dein Outfit. Ja, es bringt uns alles nicht viel. Bleibt wirklich nichts als zu warten, bis die Möhren fertig sind. Und dann machen wir nämlich folgendes. Dann werde ich mal gucken. Weil die Möhren brauchen ein paar Minuten. Habe ich hier was drin für das Tier? Nee. Sind die aus Salat? Ich weiß ja nicht. Können ja mal Apfel holen. So. Und jetzt ist es weg. Wir können ja mal das hier mal ein bisschen wegmachen hier. Während wir darauf warten, dass unsere Möhren fertig sind. Dann helfen wir Mickey weiter. Dann kriegen wir nämlich auch wieder Bonus für die Aufgabe da. Dann können wir das freischalten und dann können wir Vajana holen. Allerdings, ich hoffe, ich das in der Folge schon schaffe. Wahrscheinlich in der nächsten erst. Je nachdem. So. Die Wiese, die so ein bisschen vernünftig aussieht, hallo? Eigentlich doch. Hier bekommst du Apfel. So süßes Ding einfach. Rotes Eichhörnchen, yay! Wir sind jetzt Freunde. Das ist schön. Das freut mich sehr. Oh, was ist das denn hier? Noch mehr Möhren. Warten pflanzen können. Können wir noch mehr Möhren einpflanzen? Oh Gott. Haben wir geschafft. Sehr schön. Cool. Was gibt's denn da? Was Neues zum Anziehen bestimmt. Weiße Theke. Na gut, besser wie gar nichts. Ja, das ist halt ein sehr langes Spiel, ne? Also da geht es halt nicht darum, immer nur die Story abzurennen, sondern auch ein paar Nebensachen mal zu machen. So schnell geht es nicht und da ich ja weiß, dass das Projekt sehr, sehr lang wird, habe ich ja beschlossen, dazwischen auch mal was anderes rauszuhauen noch. Ein Einteiler oder so ein Nebenprojekt noch, damit euch das hier, wie gesagt, nicht zu eintönig ist. Mal ein bisschen besser aus hier, nicht mehr so verflucht.
Ja, ich merke schon. Habe ich das, was ich essen darf? Du sollst die Essen nicht wegwerfen. So. Oh, eine blaue Kiste, die möchte ich auf jeden Fall haben. Oh, cool. So, sieht das schon mal viel besser aus. Da hinten ist noch sowas. Sieht schon viel ordentlicher jetzt aus. Ist eingesammelt? Ja. So. So. Nicht mehr ganz so schlimm aus jetzt. Gucken gleich mal, was die Möhren machen. Ach, guck mal. So, machen wir noch zweimal Rohkost. Erstmal wenigstens zweimal, besser wie gar nichts. Brauchen wir noch einmal, dann haben wir es ja. So. Mit noch einmal Rohkost, dann haben wir die Aufgabe von Miki auch jetzt schon geschafft. So. Muss das mal stapeln können? Wir können jetzt mal Essen mitnehmen. Brauchen wir nicht immer die Äpfel verschwenden. Die kommen erstmal weg. Das kommt auch weg. Das auch. Das auch. Sortieren wir mal, dass hier die Aufgabensachen hier unten hin, oben hinkommen. Okay. Sehr, sehr schön. Ja, das dauert noch ein bisschen. Auch ein bisschen aufräumen hier. Bisschen ordentlich aussieht hier. Guck mal, sieht doch schon viel, viel besser aus. Nicht ganz so übel. Die brauchen wir später auch noch. Viel, viel schöner aus. So gefällt es mir viel besser. Es ist hier noch keine Möhren. Auch nicht. Eine Möhre noch. Komm schon. Wir brauchen noch eine Möhre. So, die Set ist soweit aufgeräumt. Hier oben. Guck mal, hier können wir nochmal. Den Schmodder wegmachen. Deswegen ist es ein bisschen ordentlich aus hier. Gleich nochmal nach den Möhren.
Aber dann sieht es hier wenigstens ein bisschen schöner aus. Oh, ein Buch bekommen. Was ist das? Benutzen? Als Rezept oder so? Tatsächlich. Gegrilltes Gemüse. So. Oh, Dreamlight. Gartenarbeit, das ist schön. Da ist schon wieder ein bisschen mehr nach Disney aus hier. Mehr nach Fantasie. Noch einmal? Ja. So, hier sieht es auch wieder ordentlich aus. Dann sind wir mit dem oberen Teil erstmal soweit durch hier. So. Hier können wir Merlin schenken. Nee, ist was anderes, okay. So, jetzt sieht's hier wieder erstmal. Aber hier wird erstmal durch. Was mit meinen Möhren hier? Oh man, das dauert echt lange. Aber ich kann ihn beschenken, warte mal. Jetzt komm schon und wartet viel. Ist ja da, Arbeit. Wie ich sehe. Hast du dich gar nicht so schlecht geschlagen? Warum klingst du so überrascht? Naja, es bestand vielleicht ein geringes Risiko, dass du nicht zurückkommen würdest. Dass du mit den anderen in den Reichen gefangen wärst. Bitte? Habe ich einfach vergessen, dich zu warnen? Das macht nichts. Es war nur eine unbedeutende Gefahr. Nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Wie ich immer sage, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Jetzt bist du ja sicher zurückgekehrt, also wissen wir, dass da nichts passiert. Es gibt noch etwas, worüber ich mit dir sprechen möchte. Vielleicht sind hier die riesigen Säulen, die bei dem Dorf aufgefallen. Wieso denn? Wir sind seltsam. Das mag sein, aber es wird Zeit, dass du verstehst, was sie sind. Wir fangen mit der auf die Wiese an. Folge mir. Nein, will ich aber nicht. Was sollen wir doch erstmal machen, bis die Möhren fertig sind? Ich wollte ihm eigentlich nur das Geschenk geben. Warte mal. Jetzt gucke ich doch nochmal in die zweite Kiste, ob da nicht schon eine Möhre ist. Moment mal. Nee, leider nicht. Aber das kann weg. Achso, ist zu voll, okay. Möhre, wie lange brauchst du? Ziemlich lange, würde ich gestehen. Wenn die Aufgabe bricht nicht ab, wir können die danach immer noch fertig machen. So ist es nicht. Aber ich glaube, eher wir hier nur nutzlos rumstehen und nichts machen, gehen wir erstmal kurz zu Merlin. Und machen die Aufgabe hier. Sollen wir ihm die Türknopf bringen? Wo ist er denn, der Merlin? Da. Machen wir da erstmal weiter. Wenn wir nämlich hier fertig sind, dann kriegen wir bestimmt die Möhre. Und dann können wir Mickey helfen noch. Können wir ja auch mal ein bisschen sauber machen. Ach, die meint er. Da bist du ja. Wieso soll das nur eine von vielen, die im Dorf verstreut sind? Solange ich mich zurückerinnern kann, schützen die Säulen des Tals und bewahren es vor der dunklen Magie. Aber jetzt nicht mehr.
Wie sollen sie beschädigt, Samantha? Wie wurden sie beschädigt? Sie sind nicht mehr vollständig. Allen fehlt etwas sehr Wichtiges. Diese Teile musst du finden. Jeder Soldat ernst eine Kugel der Tugend. Die Kugel enthalten mächtige Magie. Jede von ihnen steht für eine Tugend, auf deren Grundlage die alte Herrscherin des Tals erbaut hat. Diese Tugenden gehören zu den mächtigsten Arten der Magie. Vertrauen, Freundschaft, Macht, um nur einige zu nennen. Macht ist eine der Tugenden? Ja. Macht kann tugendhaft sein, wenn sie weise ausgeübt wird, was leider selten der Fall ist. Das ist der Grund, warum wir diesen magischen Schlamassel durchleben mussten. Was ist mit den Kugeln passiert? Aha. Als unsere Herrscherin verschwand, gingen einige verloren. Manche wurden vergessen. Und andere wurden wegen ihrer Magie gestohlen. Ich muss die Kugeln finden, damit das Dorf sicher bleibt, um die Tugend des Dorfs wiederherzustellen, um alle Magie für mich selbst zu bekommen. Genau, solange da du nur das Beste für das Dorf im Sinn hast, wirst du auf dem richtigen Weg bleiben. Diese Säule enthielt die Kugel der Freundschaft, eine der mächtigsten Kugeln des Dorfes. Die Kugel hat sich jetzt in einem Nachtdorn verfangen. Der stärker ist sie als alle anderen. Der stärker ist als alle anderen, denn die du bisher begegnet bist. Seit die Kugel verfangen ist, ist der Brunnen auf der Wiese mit einem Fluch belegt und wir können ihn nicht mehr benutzen. Du musst die Kugel von den Dornen befreien, indem du beweist, dass du die Kraft der Freundschaft besitzt. Ich bin eine tolle Freundin. Ja, das bist du, aber ein bisschen Bescheidenheit hat noch niemand geschadet. Vergiss nicht, dass es zwar richtig ist, dass unsere Freunde in Dreamsland wieder zurückkehren. Aber wir dürfen auch nicht all jene vergessen, die bereits hier sind und versuchen, ihr Leben wieder aufzubauen. Kleine Taten der Hilfsbereitschaft können viel bewirken. Wie wenn man jemandem ein Geschenk macht, einfach, weil man glaubt, dass es ihm gefällt. Zeit miteinander verbringen, wie nennt ihr Kinder das heutzutage zusammen abhängen? Also rede mit den Dorfbewohnern, um sie besser kennenzulernen. Aber am wichtigsten ist, dass sie dich kennenlernen. Wenn du das verstanden hast, wird die Kugel der Freundschaft dir gehören. Bringe sie an ihren rechtmäßigen Platz zurück und der Fluch des Brunnens wird aufgehoben sein. Du musst mehr über den goldenen Knopf wissen. Vergiss nicht, dass der Brunnen eine Quelle großer Macht ist. Nutze die Magie, die er dir weise. Was will ihn schenken hier so? Hey! Danke, meine Liebe. Das ist aber schön. Wir nehmen ihn für das Graben. Ja toll, wenn du hängen bleibst, du Doofe. Jetzt komme ich hier nicht schnell genug hinterher. Ich hasse das, wenn die von mir weglaufen. So. Aha. Oh, da bist du jetzt mit. Ich höre eine Studie über die Magie im Dorf durch. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Was sagst du dazu? Ich kann gerade nicht. Nur gut. Aber komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen, zu entdecken. Hallo. Wunderbar. Um mich zu unterstützen, musst du zuerst deine magischen Fähigkeiten verfeinern. Sag mir, was erhoffst du dir am meisten von der Magie? Wem wäre dir zu helfen? Ein nobles Ziel ist uns in der Tat, es zu verfolgen. Als erstes sollten wir Traumscherben sammeln. Sie sind ein mächtiges Material, das für die Herstellung vieler magischer Gegenstände verwendet wird. Du wirst sie in den Nachtdornen finden. Ach nee. Ich will ihm aber... Dings geben. Mehr Wissen über Dings, über den Knauf. Hier, der goldene Türknauf. Samantha, hast du gehofft, ich würde mir etwas ansehen? Nun, dann musst du es mir zuerst bringen. Ach, ich hab den ja gar nicht bei. Ich bin oh, die Möhre, jetzt können wir Mickey zu Ende machen. Habe ich den Türknauf hier? Ja. Okay, aber erst machen wir Rohkost. So. So, Moment. Mach mal das erstmal weiter. Ach, da ist er schon. Oh Gott. Nein. Scheiß falsche Knopf. So, du bekommst
Das hier? Das hier? Aber wieso nicht die Rohkost? Achso. Oh. Wow, sieht ja das ganze Essen an. Folge mir zum Picknickplatz. Ich habe einen perfekten Platz auf der friedlichen Wiese gefunden. Okay. Das machen wir doch schnell noch. Dahin lass mich. Ich glaube, Minnie würde das lieben. Im Himmel des Gras. Dieses Picknick hätte ihr sicher gefallen. Und ich bin mir sicher, dass sie dich gerne als Freundin hätte. Ach, sie fehlt mir. Vicky, ich glaube, da passiert etwas. Minnie! Wow, ist das Minnie? War sie das wirklich? Wo ist sie? Warte, Marilyn, ich habe so etwas schon einmal gesehen, Samantha. Minnie ist nicht verschwunden. Ich habe auch schon gesehen, wie Minnie auftaucht und wieder verschwindet. Nee. Was ist los? Es muss das vergessen sein. Es sind nicht nur Erinnerungen, die verloren gehen. Auch die Dorfbewohner beginnen zu verschwinden. Wir müssen herausfinden, wie wir Mickey zurück ins Tal bringen können. Mit deiner Hilfe können wir es schaffen. Ich muss zu Merlin gehen. Lass uns bald wieder darüber reden. Okay. So. Türknopf. Wo ist Merlin? Da hinten tanzt er rum. Er latscht da rum. Oh, Mann. Ich kann halt auch nicht immer rennen, ne? Das ist so. So, guck mal. Bitte. Da bist du ja! Wie wundervoll. Ein goldener Türknopf mit einem eingravierten Es sieht zwar nicht nach viel aus, Samantha, aber du weißt, dass seine Bemühungen gegen den Vergessen nicht umsonst waren. Ich habe das hier im Dorf gefunden. Jemand muss aus seinem Haus ausgesperrt sein. Gehört er? Ich dachte, aus seinem Haus ausgesperrt vielleicht. Oh nein, nein. Keine Sorge, Samantha. Dieser goldene Türknopf gehört einem bezauberten Mädchen namens Mirabelle Madrigal. Die alte Herrscherin wollte, dass sich Mirabelle wie zu Hause fühlt, also hat sie mit meiner Hilfe ihr Haus verzaubert, um sie an ihr Zuhause zu erinnern. Der Zauber gab dem Gebäude die Kraft, Mirabelles Freundlichkeit und Energie wieder zu spiegeln, aber trotzdem... Wir hatten nicht erwartet, dass Minikasita so magisch sein und ihre Bewohner zu sehr beschützen würde. Was meinst du? Als das Vergessen stattfand, begann Mirabelle wie viele von uns ihre Erinnerungen zu verlieren. Eines Morgens war ihr Haus dann nicht mehr da. Ich begann schnell nachzuforschen und entdeckte etwas Erstaunliches. Um Mirabelle zu beschützen, verschwand ihr Zuhause in einem eigenen kleinen Universum. Dass wir diesen goldenen Türknopf finden, kann nur eins bedeuten. Minnie Casita überlegt, sich zurückzukommen. Aber zuerst musst du beweisen, dass das Tal wieder sicher ist. Ich bin bereit, alles zu tun, was nötig ist. Wunderbar. Nun, Häuser glauben an Taten nicht an Wort, außerdem ihnen Häuser oft ihren Bewohnern. Um zu beweisen, dass das Tal für Mirabelle sicher ist, musst du die Werte der Madrigals verkörpern. Was sind die Werte des Madrigals? Nun, ich hörte, dass sie immer daran glauben, ihr Dorf zu vereinen, um bei der Gemeinschaft zu helfen. Und ich erinnere mich daran, dass Mirabelle sich bei allen hier versicherte, dass ihre Bedürfnisse erfüllt wurden. Oh, und sie liebte Fotos, falls das hilft. Ah, ich könnte ein paar Fotos von Dorfbewohnern machen. Was die Bedürfnisse aller betrifft, ich könnte fragen, was die Dorfbewohner brauchen und ihnen ein paar Geschenke machen. Das sind wirklich gute Ideen, Samantha. Es könnte ausreichen, sie mit einigen der Dorfbewohner zu unterhalten. Schließlich freut sich jeder, wenn man an ihn denkt. Je mehr gute Taten du verbringst, desto mehr Magie wird der goldene Türgriff erhalten. Sobald er genug hat, kehrt Minikasita zurück. Ich werde das mal ausprobieren und mit dir reden, sobald ich fertig bin. Mache Fotos mit verschiedenen Bewohnern. Stück oder so, ne? Die Frage ist... Oh, das ist Mickey. Mach mal ein Foto. Hallo?
Wir fahren mal in der Kamera, Modus in der Bild. Ach so, mit E. Danke, Mickey. Okay. So, brauchen wir noch zwei. Nehmen wir mal ihn hier gleich. Okay. Wo hält sich denn Goofy gerade auf eigentlich? Hier unten. Danke dir. Gibt verschiedene Bewohner ihre Lieblingsgeschenke. Was will denn zum Beispiel im Goofy haben? Oder Mickey oder irgendein anderer. Donald? Goldklum glänzender Peridot? Heißt der so? Ja. Mickey, Gemüsesuppe kann man nicht. Gelbe Bromelie, da bin ich nicht sicher, ob das geht. Gelbe Bromelie. Ja. Soll ich eben, ne, das geht noch nicht. Ja, wem kann man denn noch was geben? Blaue Hortensie ging noch nicht, glaube ich. Blaue Hortensie ging nicht. Nee, da brauchen wir schnell den Strand. Aber irgendein müssen wir rausgeben können. Donald da glänzender Peridot. Moment mal. Friedliche Wiese. Zum Beispiel. Okay, wo sind wir jetzt? Friedliche Wiese hier. Okay. Das heißt, wir müssen so ein Dings finden, wo wir das zerhacken können. Hier auf der friedlichen Wiese hinten. Mit etwas Glück kriegen wir einen, wenn nicht, denn nicht. Ah. Ja, wir haben einen, sehr schön. So, der war jetzt für... Donald, ne? Ja, Dagobert Duck, ja. Okay. Wo ist Dagobert? Da hinten. Dann bekommt er das. Ach, im Laden ist er, okay. Wo auch sonst. Hätte ich mir eigentlich denken können. Sei gegrüßt, Nachbar. Hey, hallo. Ich habe ein Geschenk für dich. Guck mal hier. Ah, danke.
Hi, hallo. Okay. Freundlichen Dank. Immer gern. So, wir brauchen... Gipfel stehen doch Bewohner ihr Lieblingsgeschenk. Das habe ich doch gerade gemacht. Wieso zählt das nicht? Mich verarschen? Wieso zählt das jetzt nicht? Das war doch sein Lieblingsgeschenk. Hier. Glänzender Peridot. Wieso stimmt das nicht? Das habe ich doch gerade gemacht. Oh man, ey, wenn das jetzt ein Bug sein soll, finde ich das überhaupt nicht witzig. Das ist richtig kacke gerade denn. Nur nicht vergessen, Zeit ist Geld. Ja, und ich habe keine. Glänzender Peridot, das war das doch. Noch einen kriege ich bestimmt jetzt nicht. Hier nicht. Na gut, mein Wecker hat aber auch geklingelt, meine Lieben. Hängen die doch nicht immer auf hier. Ich versuche jetzt kurz an die zwei... an den einen Stein noch was zu bekommen. Ansonsten mache ich jetzt erstmal Schluss und mache eine Pause an der Stelle. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Noch so ein Ding hier? Oh, hier können wir Glück haben. Nee. Das ist was anderes. Glänzender Peridot. Ist doch einer hier. Oder nicht? Glänzender Peridot. Wollte Donald haben. Und wieso zählt es nicht? Wärst du auch ein Dorfbewohner, oder nicht? Hier, könnt ihr selber gucken. Hier. Glänzender Peridot. Ist auch ein Dorfbewohner, oder ist er keiner? Wieso geht das nicht? Also damals hat es funktioniert, da war es nicht so buggy wie jetzt. Nee. Er ist doch auch ein Dorfbewohner, ist ja etwa keiner. Jetzt ich glaube, auch hier zu leben ist eine wunderbare Sache. Ich habe etwas für dich. Ein glänzender Peridot. Jetzt zählt es auf einmal oder was? War das nicht sein Lieblingsgeschenk? 500 Münzen bekommen. Und aufgewertet nochmal schnell. Ich muss mit dir sprechen. So ein Bugscheiß hier. Okay. Gut, meine Liebe, ich warte mal, hier sammle ich auch noch einen. 2000. Wie gesagt, ich mache jetzt mal eine Pause, ich speichere jetzt nochmal ab. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Diese kriegt ihr morgen am Donnerstag zu sehen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Oder eine angenehme Nacht oder einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr bei mir reinschaut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.